nach all den Jahren. Nach all den Versuchen. Nach all den neuen Dingen, die Dryarke zugefügt hat. Es ist nun geschehen. Man traf sich wieder. Dann schauen wir mal weiter. Nach den neuen Ruinen habe ich schon. Geist für den Nomad-Unterteil, auch cool. Sehr, sehr schön. Bin so gehypt auf die neuen Ritual für die P06. Hui! Visitenkarte. Und runter, Ruin-Drohung-Geste, okay. Schädelfolie, Gehabe, Seraph-Prahlen-Geste und Inferno VMP. Auch nicht schlecht. Inferno für die Dredge, Halluzination, Zerbrechen. So Packs, finde ich, sollte man einfach rausnehmen. Also dafür Call of Duty Points ausgeben und dann sowas zu bekriegen, finde ich irgendwie schade. Bewunderung, Reaper Spot, legendär. Auch cool. Schön. Ich habe den Schraubenschlüssel. Oh mein Gott. Marc, hast du das gehört? Der Schraubenschlüssel ist da. Wie, du willst den nicht? Endlich, Alter, endlich den Schraubenschlüssel. Aber warum ziehe ich jetzt den Schraubenschlüssel und nichts von den neuen Sachen? Alter, ich hänge ein bisschen hinterher, genau wie im echten Leben. Aber jetzt haben wir wenigstens den Schraubenschlüssel. Wie geil ist das denn? Boah, der wird gleich reingeklatscht, da freue ich mich riesig drauf. Okay, Leute, ich kam einfach nicht drum rum, diese Waffe mir nicht nochmal anzugucken und die mal zu testen. So sieht das Ding aus. Nach so langer Zeit habe ich das Ding jetzt endlich. Ich bin so froh. Zwar sind so viele neue Waffen hinzugekommen. Diese Furyson, dieses Riesenschwert, was ich auch unfassbar geil fand. Aber ich fand von allen Waffen hier, von den neuen Nahkampfwaffen aus dem ersten Update, den Schraubenschlüssel am besten und zieht ihn euch einfach mal rein. Der macht so viel Spaß. Ich habe den gerade schon in der Runde getestet und wollte ihn euch jetzt auch einfach nochmal zeigen. So, da haut er den so... Junge, tötest du mich etwa? Auf jeden Fall eine richtig geile Nahkampfwaffe, wo man sogar neue Challenges für hat, auf die ich mich jetzt richtig freue. Ich finde es zwar auch nur schade, dass man es jetzt nicht bei diesen normalen Waffen hier belassen hat, also Waffen, die einem keinen Spielvorteil geben, und dass jetzt auch Waffen dazugekommen sind, die einem dann doch einen Vorteil bieten, wie zum Beispiel die Armbrust oder irgendwie die Waffe, die so ein bisschen ist wie die Shiva. Aber ich finde es trotzdem cool, dass ich den Schraubenschlüssel jetzt habe. So sieht das Ding aus. Ich werde mich jetzt dran machen an die neuen Herausforderungen, weil ich will natürlich auch hierfür Dark Matter haben. Und dann würde ich sagen, lasst doch einen Daumen nach oben da, das freut mich wie immer riesig. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video.